Ja, hallo zum Tagesreview der AMC-Aktie mit einer Bullenperformance heute plus 0,415. Überraschend. Ich freue mich drauf, euch gleich noch Tiefenanalysen vorstellen zu dürfen. Ganz wichtig noch der Disclaimer heute: Im Folgenden werde ich versuchen, den Inhalt des Videos klar und verständlich für den Laien zu machen. Und alle Annahmen, die du daraus ziehst, sind deine eigenen. Ich bin weder ein Finanzberater, noch soll dies eine Finanzberatung sein. Stell immer deine eigene Nachforschung an, bevor du finanzielle Entscheidungen triffst. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch bitte den Kanal, lasst einen Like da, aktiviert die Glocke und folgt mir auf Twitter. Ja, und ich sag, dann starten wir am besten einfach mal in den Review für heute. Das war am Ende war das ein spannenderer Tag, als ich dachte, muss man wirklich sagen. Also, wie haben wir angefangen heute bei AMC? Ja, wir sind sehr gut gestartet mit einem schönen Peak nach oben, wo wir dann eine kleine Gegenbewegung gehabt haben und 13,66, das war dann auch lange, lange Zeit das Tageshoch. Ja, und dann haben wir uns in so einer schönen Wellenbewegung eigentlich die ganze Zeit in einem gewissen Korridor bewegt. Wir haben den kurz unterbrochen, hatten bei 13, mussten wir einmal den Boden antesten. Ja, das war wichtig, dass wir da über der psychologischen Marke 13 dann auch bleiben. Und ja, dann gab es immer wieder diese Higher Lows, so ein bisschen. Gab dann immer wieder hier war eins, hier war eins. Da war der Trend schon so aufwärts zu erkennen. Und dann haben wir uns den ganzen Tag schön in diesem Korridor bewegt. Ja, und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir wirklich auch in diesem Korridor bis zum Feierabend bleiben. Also bis zum Feierabend, sage ich schon, bis zum Börsenschluss. Aber ich habe noch schön Serie geguckt mit meinem Weibchen und guck schön danach drauf und dann tatsächlich noch über die 13,45 drüber. Also wir waren die ganze Zeit in dem Korridor zwischen 13,15 und 13,45 und dann gab es hier schön vor dem Ende nochmal den Ausbruch, was natürlich wunderbar ist. Und dieses Momentum haben wir dann mitnehmen können bis dann in den Aftermarket. Und jetzt selbst im Aftermarket sind wir mit plus 0,243% unterwegs. Ja, also insgesamt ein super Tag, wenn man jetzt auch den Aftermarket außen vor lässt, 4,15% damit abzuschließen. Super. Ja, wir hatten der Tag über war, ich sag mal, ein bisschen träge. Ja, es war wenig los. Ich hatte auch wenig Zeit, die ganze Zeit immer aufs Chart zu gucken. War auch mit anderen Themen noch beschäftigt. War aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir zumindest im Plus abschließen. Ja, dass es dann doch noch so ein positiver Tag zum Ende werden würde. Ja, wo auch hier schön das Volumen nochmal nach oben gegangen ist gegen Börsenschluss. Ja, wirklich, wirklich schön. Also freue ich mich. Ein guter Tag für alle AMC-Jünger und an alle, die an die Aktie glauben. Also wirklich wunderbar. Das heißt, auf der Woche sind wir jetzt aktuell. Bei 22% müssen wir jetzt circa sein, wenn ich es jetzt grob im Kopf habe, was eine wunderschöne Bewegung ist. Ich gehe nochmal aufs Tageschart ein und da sind wir immer noch, ihr seht es noch, immer noch hier sehr schön in einer gesunden Aufwärtsbewegung. Ja, und das ist eigentlich, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, auch ziemlich genau an dem Forecast, den ich euch gestern gezeigt hatte. Also, dass es heute ein leichtes abgibt und dann jetzt die nächsten 2 Tage müsste es ein bisschen mehr nach oben gehen. Nochmal, ich bin gespannt, in wie valide das wirklich ist. Ja, insgesamt tolle, tolle Performance. Ich habe noch ein paar andere Punkte. Und zwar einmal möchte ich euch mitnehmen, dass es noch eine weitere gute Nachricht gab. Und zwar hat der aktuelle CFO seine Aktienposition nochmal vergrößert. Und zwar um 202.000 Aktien hat er nochmal gekauft. Super, super Signal natürlich auch. Ich habe auch mitbekommen, das ist beim ersten Mal untergegangen, dass wohl vor 2 Tagen auch der CEO knapp 1 Million Aktien nochmal gekauft hat. Ja, und das ist natürlich auch eine positive Entwicklung. Ja, und dann noch ein weiterer guter Punkt, den habe ich von einer schönen Telegram-Gruppe, in die ich eingeladen wurde. Da kam diese Info heute, dass da großen Dank, dass die mich da auch so mit Content befüllen, dass Fidelity, das ist ein Hedgefonds, der halt hier, ich habe das mal hier mit Fidelity International, die halt Investments- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger und Privatkunden, die haben doch tatsächlich nochmal
nachgelegt. Ja, die haben nochmal Shares gekauft. Und das ist natürlich auch ein gutes Signal. Ja, wenn man sieht, das könnt ihr hier bei Fintel sehen, ja, die haben ja kein Geld zu verschenken. Das heißt, wenn jetzt auch hier große institutionelle Anleger auch nochmal reingehen, ja, wunderbar. Ich hätte dann auch direkt vielleicht nochmal eine Frage. Wir sind eine Community und ich bin ja nicht allwissend. Ich sehe hier bei Fintel gibt es ja diesen Report über die ETFs und da sieht man hier immer diese, wie viele Shares die jeweiligen, in den jeweiligen ETFs enthalten sind. Da würde mich interessieren, ob jemand weiß, welcher Zeitraum zwischen Previous und Shares ist. Da, was man auf jeden Fall sieht, dass es keine Veränderung gibt seit dem 25. Februar, sondern dass die Positionen immer noch gleich bleiben. Ich wundere mich, dass eine gleichbleibende Position hier ein Update würdig ist. Vielleicht kann mir da einer was zu sagen oder hat Hintergrundinfos, das würde mich interessieren. Ansonsten sieht man halt, dass immer wieder nur die Positionen aufgestockt wurden. Ja, zumindest Ende Februar, auch wenn es jetzt schon 2 Wochen her ist. Vor 2 Wochen, da war der Kurs, lasst mich mal kurz gucken, auf Tagesbasis, 25. Da waren wir ungefähr, na, da waren wir auch so im 10er-Bereich, na, 9er-Bereich. Da wurden auf jeden Fall die Positionen oft vergrößert. Ja, ich gucke nochmal hier, da wurden hier 700.000, hier sind sie gleich geblieben, 300.000 dazu gekauft. Ja, das würde mich interessieren, ob da einer nochmal Updates von euch hat. Insgesamt ein super Tag. Wir hatten auch nochmal, der Gesamtmarkt hat sich ja auch nochmal so ein bisschen nach oben bewegt, nachdem halt die Fed heute bekannt gegeben hat, erwartungsgemäß, dass es keine großen Änderungen gibt, ne, dass der Leitzins immer noch zwischen 0 und 0,25, glaube ich, ist es, oder 1,5 liegen wird. So, das heißt, dass da, das war klar, dass die jetzt die Entscheidungen, wo die jetzt gerade so viel Geld drucken, nicht torpedieren werden, ja, und das nicht direkt entwerten werden. Das war relativ klar, dass es da keine große Neuigkeiten geben wird. Ja, bei GameStop, da wollen wir auch nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Da muss ich auch mal eben gucken, der heutige Tag, na, die konnten leicht im Plus abschließen, aber eigentlich war es eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Gucken wir nochmal aufs Tageschart, wie es bei denen war. Ja, die sind nicht ganz, also man sieht jetzt GameStop und AMC, obwohl man ja sagt, großer Bruder, kleine Schwester, koppelt sich ein bisschen ab. Ich habe auch die Vermutung, dass wirklich auch Kapital von GameStop, nachdem der Gesamttrend jetzt so ein bisschen negativer ist, als er jetzt bei AMC ist, die letzten Tage, dass Kapital hier eher umgeschiftet wird Richtung AMC. Ja, ich hoffe nur, dass die Jünger, die halt jetzt in GameStop investiert waren und sich dort Geld rausziehen, um in ein AMC zu wechseln, das sieht man auch in Reddit-Foren, dass da viele Leute wechseln, dass sie zumindest da nicht diese Papierhände beweisen, wenn es bei AMC auch mal ein bisschen nach unten geht. Ja, dabei finde ich, sind beide Aktien ein Investment wert. Ja, also immer noch glaube ich, dass beide Aktien Potenzial haben. Ich bin ja auch im letzten Video darauf eingegangen, dass es bei GameStop ein Forecast, der Forecast sagt, dass jetzt die Aktie sich nochmal in den nächsten 2 Wochen ungefähr verdreifachen soll. Bin gespannt, ob diese Richtung stimmt. Im Aftermarket beweisen sie sich auch wieder mit einem positiven Trend. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe sonst nichts von meiner Seite, wollte mich eigentlich nur noch mal bei euch wahnsinnigen bedanken, auch hier, wenn ich jetzt hier noch mal auf meinen Kanal gehe. Mittlerweile haben wir die 500 Abonnenten an Tag 3, an Tag 3, ja, also geknackt für mich, also heute Abend ist der dritte Tag, wo ich jetzt was hochlade. Das ist für mich unglaublich, auch eure rege Teilnahme in den Kommentaren, die Fragen. Ich versuche wirklich jeden zu beantworten, jedem zu helfen, soweit ich das kann. Seht mir bitte nach, wenn ich das nicht die ganze Zeit kann. Ja, und ansonsten wünsche ich euch nur noch einen charmanten Abend, einen charmanten Restabend. Ja, ist ja nicht mehr lang, 1,5 Stunden. Ich werde auch versuchen, zukünftig das Review ein bisschen früher zu machen. Ja, bin Familienvater, habe 3 Kinder. Meine Frau, die möchte auch noch ein bisschen was von mir haben. Seht es mir bitte nach, ich mache es immer so schnell, wie ich es kann. Ja, aber das soll ja auch nicht in Stress ausarten, sondern soll ja Spaß machen. Ja, wirklich nochmal von Herzen großes Dankeschön. Ich küsse all eure Herzen. Ja, lasst bitte ein Like da, kommentiert bitte fleißig. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann rockt bitte den Abonnement-Button. Ja, und ansonsten rockt morgen euren Tag. Euer Rock'n'Roller. Danke euch.